Wir sind hier an der Bundesfachschule Zweirad in Frankfurt am Main in der Schönstraße. Wir gehören zur Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main und sind seit 1993 hier am Standort. Der Titel Bundesfachschule wird vom Bundesinnungsverband vergeben für Leistungen, die man erbracht hat, dass man an Rahmenlehrplänen mitarbeitet, dass man Ausbildungen überdenkt, Berufsbilder, die Orientierung mitträgt und schauen, was hat sich denn verändert in der Branche, wo müssen wir einen Hebel ansetzen. Und wir sind hier für Ausfort und Weiterbildung zuständig, alles was das Zweiradhandwerk betrifft. Wir haben auf der einen Seite die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung, die hier im Haus stattfindet, für den gesamten Bereich Hessen und sogar aus anderen Bundesländern, die angrenzen. Das sind oft Dinge, die Sie im Betrieb nicht erlernen können, die auch die Berufsschule nicht abdeckt. Das decken wir dann hier in der Bundesfachschule Zweirad ab. Meisterausbildung ist dann aber auch bundesweit. Von Flensburg bis runter an Bodensee kommen Sie hier nach Frankfurt, um hier Ihre Meisterausbildung zu machen. Das Berufsbild hat natürlich schon zwei Seiten. Das ist auf der einen Seite diese Motorradfraktion und die eher nicht motorisierten, das sind natürlich die Fahrradleute. Und deswegen versuchen wir dann die Unterrichtsinhalte natürlich auch entsprechend so zu machen, dass die auch bestens ausgebildet sind, eben je nachdem, aus welcher Richtung sie kommen. Ja. Unsere Honorardozenten und festangestellten Mitarbeiter genau darauf spezialisiert, eben ihr Wissen so an die Teilnehmer weiterzugeben, dass sie später gut bestehen können. Ja. Als eigenständige Unternehmer, als Betriebsleiter, manch einer studiert auch weiterhin, später dann Maschinenbau. Also so, dass unsere Teilnehmer gut gerüstet sind, um dann ihren Beruf später professionell ausüben zu können. Wir haben heute hier in der Rahmenbauwerkstatt externe Teilnehmer, die nicht aus dem Zweiradbereich kommen, aber natürlich fahrradaffin sind. Jeder von ihnen baut sein eigenes Maßfahrrad. Das heißt, es wird schon vor dem Kurs festgelegt, welche Art Fahrrad möchte ich bauen. Ist das ein Rennrad oder eher ein Reiserad? Und dann wird die Rahmengeometrie festgelegt anhand der Körperbemaßung der Teilnehmer. Und anhand dieser Rahmengeometrie werden die Längen der Rohre zugeschnitten, Oberrohr, Unterrohr, wie die Sattelstütze angebracht sein muss, wo die Gabel Aufnahme findet und so weiter, um dann später einen fertigen Maßrahmen mit nach Hause zu nehmen. Man muss natürlich ein bisschen sich da reinfuchsen, wie funktioniert Material, wie verbinde ich Material. Wir machen das hier über Hartlöten, entweder auf Stoß oder auch im gemufften Rahmen, dass eben die Stabilität da ist. Es soll ja keiner verunfallen mit einem Fahrrad, sondern das soll ja ein verkehrssicheres Gefährt werden. Das gibt es natürlich nur ein einziges Mal und das ist natürlich die Besonderheit. Es ist ein Fahrrad, das man über viele Jahre und Jahrzehnte fahren wird und wird immer wieder feststellen, ich habe noch nie so bequem auf dem Fahrrad gesessen. Wenn Sie hier anreisen, finden Sie hier erstmal nicht nur nette Menschen vor, sondern eben auch eine voll ausgestattete Werkstatt mit allem, was man braucht, mit einem eigenen Arbeitsplatz. Ja, wie kommen wir nach Frankfurt in die Handwerkskammer, in die Zweiradschule hier? Ich glaube, dass die Schule einen Ruf in der Branche hat. Also wenn man sich mit verschiedenen Meistern unterhält oder auch Betriebsleiter, dann bekommt man da schon gesagt, dass die Schule hier in Frankfurt einen gewissen Ruf hat. Und ich glaube, was auch dazu beiträgt, ist, dass hier halt viele Fahrradleute sind, vor allem motivierte Fahrradleute. Natürlich kann man die Meisterprüfung auch woanders ablegen, aber dann ist man halt nicht unter Fahrradmechanikern. Und das ist man hier einfach mit sehr viel Fachkompetenz, mit sehr interessanten Referenten. Und deswegen bin ich vom Saarland hierher gekommen. Die Zukunft verändert unser Berufsbild. Das wird eine Herausforderung sein, der wir uns ganz klar stellen. Und dass wir alle mitnehmen und alle so gut ausgebildet rausschicken, dass sie mit zufriedenen Kunden ganz, ganz lange Spaß haben.